Grüß Enk aus Osttirol. Schau's einmal, da mit so einem bösen Weibelen. Die Sonne geht gleich unter. Das ist so schön. Da sieht man hier eine ins Iseltal. Und da nach Norden, das ist die Schleinitz. Man sagt, also die Schleinitz ist fast 3000 Meter hoch und man sagt, wenn man oben steht auf dem Gipfel der Schleinitz und wenn man da nach Süden oben schaut, dann sieht man bei ganz schönem Wetter bis zur Adria. Also ich habe es noch nie gesehen, ich bin zweimal, glaube ich, oben gewesen, ich habe es wohl probiert, aber ich habe die Adria nicht gesehen, aber es war ja mal ein Versuch wert. Ja. Und nachher schauen wir da noch nach Richtung Osten, da sieht man den Iselsberg, den Ederplan und oben Kärntner Tor. Wenn die Kärntner aufschauen nach Osttirol, über das Trautal, dann sagen sie da unten zu der Talenge, sagen sie, das ist das Tiroler Tor und wenn wir oben schauen nach Kärnten, sagen wir, es ist das Kärntner Tor. Also es ist alles eine Ansichtssache, gell? Ja, und da die wilden Kirschen. Ich liebe die wilden Kirschen. Ah, die sind so gut. Das waren unsere Süßigkeiten als Kinder im Juni, Ende Juni. Kirschen, schwarzen Kirschen. Ja, schau's nochmal, die Sonne geht gleich unter. Ein Traum. Das wisst ihr, seht, dass das ganz viel, das sind die Minuten, wo man ganz viel Energie tanken kann. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ja. Und ich möchte heute nicht singen, sondern etwas vorlesen. Ich habe nämlich eine Lieblingsmundartdichterin, eine Osttirolerin, die ist schon gestorben, die Maria Bürgler-Forcher. Und die hat mit ihren Geschichten und mit ihren Gedichten, oh, die spricht mir aus dem Herzen. Ja, und die hat eben auch ein ganz schönes Frühlingsgedicht geschrieben, das heißt Langis. In Osttirol sagt man nicht Frühling, sondern Langis. Wir haben jetzt Langis. Ja, das lese ich jetzt vor, das passt so gut. Der Langis ist eine besondere Zeit. Alles wird rebellisch, Viech und Leid. Ob klein, ob groß, ob alt, ob jung, es wird gejodelt, gegrant und gesungen. Ein Amsellied in einer Vollmondnacht hat alt und jung schon damisch gemacht. Die Katzen miauen auch so schieren, des müssen ja zu Herzen gehen. Ein Nierzkäferle oder Regenwurm, alles was kriecht und fliecht um und um, ein schierner checkerter Schmetterling, freit einen fast wie ein Wunderding. Ein Fliege, was man sonst erschlagen, darf sich einfach in die Kuchel wogen. Die Maurer steigen flink übers Christ, der Hahn steht geschäftig auf dem Mist. Bei den Hähnen stellt sich ein der Segen, dumm wieder fleißig Gockeln legen. Olden macht die Arbeit frischen Mut, weil der Langis gib a Ringes blüht. So geht es bis April und Mai. Nachher ist die rare Zeit vorbei. Man schimpft wieder über Hitz und Regen, wird grantig schon der Arbeit wegen, man übersieht, wie es grient und blient. Vergessen ist es Ömseliert. Dürt ihr Korkerschele vergunen, zupft's Pansolit, dürt man schon brummen, Fliegen werden in Massen da schlogen, die sich in die Kuchel wogen. Regenwirmle wird da treten, wenn's außerkriecht aus Erd und Letten. So geht im Sommer und Herbst vorbei und man wartet wieder auf einen neuen Mai. Ja, so ist es, gell? Und wir müssen jetzt aufpassen, dass uns nicht das Gleiche passiert. Viele von uns sind jetzt schon draufgekommen, dass die Corona-Krise auch etwas Gutes an sich hat. Es ist alles so riebig geworden und alles so gemütlich, so. Man hat Zeit füreinander und man hat Zeit, das zu tun, was man gern tut und was man schon bei normalen Arbeiten halt nie dabei hat dafür. Und jetzt kann man endlich einmal bei etwas bleiben, was man gern tut.
Und wenn wir nicht aufpassen und wenn die Krise, die wilde Pandemie vorbei ist und alles wieder sozusagen wieder normal wird, wenn es überhaupt wieder normal so wird, wie es vorher war, auf jeden Fall, dort hättest du die jetzige Zeit ganz gut einspeichern in den Hirnkastel. Vor allem das Schöne an der jetzigen Zeit. Und nimmt sich einfach fest, für nie mehr in so ein Hamsterradl einzusteigen, in das, was mir vor Stolle drin gewesen sein. Lei, arbeiten, 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 Geld verdienen, mir das Schlafen, Essen, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ein Blödsinn, oder? Für was? Für was so viel Geld verdienen, so viel Klumpert kaufen? Nicht? Das haben wir aber jetzt wohl gesehen. Jetzt sind die Geschäfte fast alle zu gewesen und mir Maul geklebt. Nicht? Wir brauchen gar nicht so viel Klumpert. Also brauchen wir nicht so viel Geld, also brauchen wir nicht so viel arbeiten. Ich meine, ich sage jetzt nichts. Mein Mitgefühl ist sehr bei den Wirtschaftstreibenden und auch bei denen, die was jetzt vielleicht haben gemüsst, sich beim Arbeitsamt melden. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Okay. Aber mir halt, dass wir das genießen, das Schöne an der Zeit, das Schöne am Augenblick, das ist wichtig. Und das soll man nie vergessen. Und wenn man das, wenn uns das bewusst wird, dann hat die schlimme Pandemie, die uns heimgesucht hat, einen Sinn gehabt. Für Denk aus Osttirol. Alles Gute, bleibst gesund und munter.